wenigstens. Na komm, hinterher. Oh oh. Ah, wenigstens geht er auch in Nahkampf. Das ist ja ein fairer Agent. Hat seine Pistole gezückt, aber sobald unser zu nah dran kam, ist er in Nahkampf gegangen. Mist. Mit etwas Glück kommt Kane jetzt noch rechtzeitig an. Aber ich wage das eben zu bezweifeln. Aber hier sind noch zwei andere Bedienstete hinterher. Sehr gut. Komm, 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 komm. Ah, schaffen wir nicht. Ja, der ist jetzt geflohen. Was auch immer das genau bedeutet. Also wahrscheinlich, dass wir jetzt gleich noch mehr Agenten hier vorbeigeschickt bekommen. Komm, haut den nieder. Ja, ist auch weg. Nicht gut, nicht gut. Da hat jemand was gesehen, was er nicht sehen sollte. Ein Technikerbediensteter. Okay. So, hier können wir jetzt aber die Tür endlich bauen. Wir hätten gerne hier eine Standardtür. So. Was hat es eigentlich mit der Hoteldoppeltür auf sich? Hoteltüren. Hotels können genauso mit Türen ausgeschmückt werden wie ihre Basis. Hm. Achso, das ist nur für Hotels. Okay. Mit Hotels habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Und will ich eigentlich auch nicht wirklich, weil wir dafür absolut kein Geld haben. Ah, die Techniker reparieren anscheinend. Ja, das macht Sinn. Und wir sollten das definitiv wieder auf Stufe 2 setzen, weil sonst laufen die ganzen Touristen da rein, sehen die Waffen und laufen schreien wieder davon. Na komm, haut ab. Ihr wollt doch... Ah, vielleicht muss man deswegen ein Hotel bauen, dass die Touristen dann zum Hotel laufen und nicht hier in der Basis rumtouren. Das könnte natürlich sein. Nee, wir sind am Max. Wir haben nur 11 von 22. Ich glaube, ich erhöhe das mal hier. 500. Ja komm, wir brauchen aber schnell Bedienstete. Ich muss nur daran denken, das später wieder runterzuschalten. Und die sind echt überall. So, Tür ist da. Sofort mit 4. Marki mit 3 Punkten versehen. So, Kane ist auch wieder da. Du bleibst erstmal hier stehen, bitte. Und der Rest geht der Arbeit nach. Als da wäre hier unten die Dinger zu besetzen, genau. Und jetzt hier irgendwelche Fallen zu bauen, damit die Agenten da reinlaufen. Also, hier können Zivilisten rein. Hier können Zivilisten rein. Hier können keine Zivilisten rein, weil das eine Zweiertür ist. Zweier ist nur für unsere Handlanger Bediensteten. Hier können auch nur unsere Leute rein. Und da können auch nur unsere Leute rein. Also dürfen die Zivilisten eigentlich nur hier und in dem Korridor reinkommen können. Okay, die sind jetzt auch hier drin, aber das nur, weil wir sie eingesperrt haben. Na komm, du kannst da raus. Ich sagte, du kannst da raus, die Tür ist jetzt offen. Genau, lauf schön schnell raus. Und sobald die da draußen sind, schalten wir sie da auf 3. Na komm, da ist der Ausgang. Sehr gut. So, 3 Punkte. Also, Todesfallen. Fallen sollen sogar Geld bringen. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Müssen wir mal gucken, wie wir es hinbekommen. Also, wir haben Crash-Test-Puppe, Papp-Attrappen-Falle, Windmaschine und Giftgas-Käfigfalle. Mit diesen Winddingern bin ich bisher nicht besonders zufrieden. Deswegen machen wir jetzt mal hier so einen Kontaktsensor hin. Ich bin immer noch der Meinung, dass man die braucht. Ob dem wirklich so ist? Keine Ahnung. Da noch eine hin. Wow. Das sieht ja groß aus. Ach, das ist oben an der Decke. Okay. Also sind hier Druckplatten. Die Agenten laufen einfach weiter. Und dann wird das Ding hier oben ausgelöst und Giftgas strömt runter. Ja, das ist schön böse. Außerdem brauchen wir so nur eine Falle für einen 2x2 Block. Das dürfte sich also rentieren. Sehr gut. Weiterlaufen lassen. Und dann verlinken wir diese Sensorenplatten mit dem da, mit diesen blauen Pfeilen, wie wir das hier hinten auch gemacht haben.
Aber ich würde echt gerne wissen, wo die andere Sensorplatte und der andere Pustinator hin sind. Guck mal hier so ein bisschen an den Wänden, aber... Das sieht nicht so aus. Hm. Na gut, haben wir inzwischen wieder mehr Bedienstete. Geht so. 15 von 22. Da die Spinde nicht besonders teuer sind, baue ich davon jetzt noch ein paar mehr. Denn wir haben gemerkt, wir brauchen immer, immer mehr von unseren Bediensteten. Also sei es nun für die Auslandseinsätze, sei es um hier Sachen zu bauen oder andere Leute niederzuschlagen. Man kann von denen echt nicht genug haben. Spinde sind sehr nützlich, da sie ihnen die Rekrutierung neuer Bediensteter erlauben. Die Bediensteten-Gesamtkapazität ihrer Basis wird in erster Linie von ihrem Bekanntheitsgrad bestimmt. Diese Zahl erhöht sich jedoch mit jedem Spind, den es in ihrer Basis gibt. Wow, das war gerade irgendwie 10-20% schneller als sonst. Aber man hat sie noch verstanden. Und der Bekanntheitsgrad fließt da wohl auch mit ein. Da haben wir bisher aber nur zwei. Oh, was bist du denn Schönes? Oh. Das ist nichts Schönes. Okay. Da unsere Pulte nicht besetzt waren, wurden unsere Agenten umgebracht. Du, ab nach Hause. Du auch erstmal weg. Pause. Und jetzt suchen wir uns irgendein Land, wo wir die Zahlen sehen können. Also hier zum Beispiel. Oh, 4-4. Also 4 Geld und 4 Sicherheit. Und wir haben genug von den Pulten, um da was zu verdienen. Also schicken wir da unsere Leute wieder hin. 1, 2, 3, 4. Und gucken, wie viel das bringt. 2 Stück bringt schon mal 400. Was nicht ganz so viel ist. Aber es ist mehr, als wenn wir hier oder dahin gehen würden. Da ist ja nur 1 Dollar, da sind 2 Dollar. Also auf dieser Skala von 0 bis 9, glaube ich. Das hier wäre natürlich sehr lukrativ. Oh. Sicherheitsstufe 7. Wir haben aber genug Pulte. Ich ziehe mal hier ein paar Jungs ab. Und pack die mal hier hin. Wenn das denn so klappt, wie ich mir das denke. So. Ah, Hochsicherheitstür wurde geknackt. Und zwar genau da, wo sie auch hin sollten. Nur die Falle steht noch nicht. Was bist du denn für einer? Ein guter Alibi-Einbrecher. Also wir haben jetzt Einbrecher und wir haben Ermittler. Und einen Mafia-Ermittler. Also wir haben jetzt 3 verschiedene Fraktionen hier im Haus. Das ist gar nicht gut. Und wo ist unser Lord Kane? Kane. Kane ist hier am Eingang. Sehr schön. Also sobald irgendjemand irgendwas sieht oder irgendjemand irgendwas klaut, bringt er ihn um. Das wird wahrscheinlich hier gleich passieren, weil sie da einbrechen wird. Was ein wenig unlogisch ist, da sie alle angestarrt werden von lauter Angestellten. Oh, vielleicht kann man so verhindern, dass sie irgendwo einbrechen. Einfach einen von seinen Handlanger da positionieren. Ah, das können wir gleich mal testen. Ja, da wird jetzt jemand knacken. Wir kommen in die Nähe und er hört auf. Sehr gut. Wieder was dazugelernt. So, jetzt wollte ich aber gucken, wie das hier abläuft. Wir haben 800 Einnahmen mit nur 2 Leuten. 1600 Einnahmen. Achtung, Eindringlingen. Wo? Ach, die knacken immer wieder die Dreiertür. Obwohl da gar nichts hinter ist. Ja, sehr schön. Also sobald die Falle da ist, dann wird's abgehen. Aber bis dahin bringt uns das nicht wirklich was. Oh, und die versucht das zu knacken, obwohl Kane daneben steht. Schafft es aber anscheinend nicht. Na komm. So nicht, Mädchen. Der kann sich da ruhig umsehen. Währenddessen bringen wir hier alle um. Zack. Oh. Oh, 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 der will fliehen. Du töten. Ich. Ah, okay. Wir sollten hier noch mehr Türen reinsetzen.
Dann könnten wir die Türen einfach abschließen, in Anführungszeichen. Und der kommt ja gar nicht so schnell raus. Weil jetzt kann er einfach hier den Korridor langlaufen. Eindringling von Überwachungskamera gesehen. Ja, richtig. Du läufst da eh schon hinterher. Und du... Nee. Du läufst dem weiter hinterher. Linke Maustaste. Und du kriegst ein Töt-Tag. So, sehr gut. Wie die Ameisen. Sehr schön. Alle hinter dem her. Auch wenn ich ganz gerne mal ein paar schnellere Bedienstete hätte. Aber na gut, hier wird währenddessen aufgeräumt. Pause. Was sagt die Minimap? Die Minimap sagt, wir verdienen hier recht gut. Also sollten wir bei Zeiten da auch neue Leute hinschicken. Aber nicht, wenn wir gerade Agenten verfolgen. Weil dann werden genau die, die ganz nah dran sind, bestimmt verschwinden. Oh, komm. Abfangen. Das finde ich sehr ungeschickt gelöst. Aber na gut. Du, dahin. Wir hätten wahrscheinlich vorher den Alarm auf gelb stellen sollen, dass sie alle Waffen haben. Damit sie nicht hinterherlaufen müssen, um mal in den Rücken rein zu prügeln. So, wir haben höhere Kapazität. Das sollten wir gleich ausnutzen. Wir sollten den Preis wieder runterstellen. Hier raus. So. Und jetzt können wir Leute dahin schicken. So. 1, 2, 3, 4 nochmal dahin. In der Hoffnung, dass wir jetzt eine Weile da in Ruhe Geld verdienen können. Oh, wir brauchen inzwischen mehr Speicherbänke. Ah, es kann sein, dass wir, je mehr Leute wir hier hinschicken, desto mehr Speicherbänke brauchen wir, um quasi unsere Schandtaten zu vertuschen. Das macht Sinn. Hm. Ja, erstmal gucken, ob dem wirklich so ist. Momentan haben wir 2 von 3 von den Kontrolltafeln. Die Wut wird auch langsam größer. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn die anderen 4 Jungs hier auch noch eintreffen. Meine Theorie ist, dass die Wut steigt, also das wissen wir ja. Einkommen genauso, aber auch, dass das hier höher wird. Also dass es nicht mehr 2 von 3 ist, sondern 2 von 4 oder 2 von 5. Wo kommt der Hubschrapp? Das irritiert mich mal ein bisschen, dass manchmal die Hubschrauber ganz schnell hin und her flitzen und manchmal dauert es echt Ewigkeiten. Und was sind das ja eigentlich für Kreise auf der Karte? Sind das mögliche Positionen von unserer Insel? Hm. Hier raus. Ah, und wieder Zivilisten. Sorry. Oh, und was haben wir da? Ein guter Alibi-Spitzel. Den nehmen wir doch mal gefangen. Mal gucken, ob Kane auch gefangen nehmen kann. Ich glaube, der tötet immer nur. Nee, sieht gut aus. So. Sehr schön. Haben wir was Neues zum Verhören. Und warum wird die Falle da nicht... Ah. Da waren Denkfehler drin. Natürlich konnte die Falle und die Sensorplatten nicht gebaut werden, weil die Tür auf Stufe 3 ist. Selbst unsere Bediensteten können da nicht reingehen. Aber ja, ich gewöhne mich langsam an das neue Spielprinzip. Also an das richtige Spielprinzip, nicht das, was ich vorher dachte. Das heißt, wir kommen auch gut voran. Unser Design ist zwar nicht optimal, aber ich bin trotzdem zufrieden damit. So, Türen waren hier alle okay. Du wirst abgeladen. Brauchst wahrscheinlich ein paar Sekunden, um aufzustehen. Nö, das geht recht schnell. Du wirst verhört. Da. Mal gucken, ob wir da jetzt endlich einen neuen Beruf bekommen. Oh, $10.000 haben wir inzwischen wieder. Was sagt unsere Karte? Unsere Karte sagt, es sind jetzt 8 Leute da. Die Wut ist ganz schön gestiegen. Und wir brauchen immer nur noch 2 von 3 Speicherbänken. Okay. So viel zu der Theorie. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Leute hier. Und warum stand da 2 von 3? Wir haben doch 3 besetzte Bänke. Das verstehe ich. Oh. Jungs, alle abziehen. Oder anders. Na, jetzt ist es zu spät. Okay, das war also zu viel. 8 Leute sind definitiv zu viel. Aber ja, das fand ich irritierend. Hier waren nur 2 Speicherbänke ausgefüllt von möglichen 3 und wir hatten 3, die durchgehend besetzt waren. Also, komisch. Suchen wir uns ein neues Ziel. Am besten eins, wo man auch relativ gut verdienen kann.
Wie zum Beispiel hier. Und da kommen jetzt die 8 rein, die gerade noch im Flugzeug sitzen. In einem Hubschrauber. Also müssten die ganz schnell dahin gebracht werden können. Ja, sehr gut. Also dauert es anscheinend nur lange mit dem Hinfliegen, wenn die Bediensteten von unserer Insel aus irgendwo hinfliegen. Aber wenn die schon im Ausland sind, in einem anderen Land, kommen sie schneller von da aus woanders hin. So, 3200 alle 60 Sekunden. Sehr schön. Wir haben 8 Leute im Ausland, wir haben 15 Leute in der Basis. Das sind doch mal gute Zahlen. Das heißt, als nächstes überprüfen wir kurz unsere Station. Stellen das jetzt wieder auf 3. Stellen aber vor, sicher, dass niemand hier irgendwo aus Versehen hinter ist. Nein, ist niemand. Und jetzt verbinden wir die Sensorplatten mit der Giftgasfalle. Vielleicht sogar noch einen als zweiten. Oh, das wäre auch schick. Also jetzt könnten ja... Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Tür wieder auf. Wir nehmen jetzt die Sensorplatten und verschieben die hinter die Giftgasfalle. So. Und bauen dann hier noch eine Giftgasfalle hin. Würde ich die Sensorplatten nämlich da lassen, kommen die Agenten an, treten auf die Sensorplatten und laufen dann vielleicht gar nicht weiter. Oder merken, dass sie auf was aufgetreten sind und gehen zurück. Wenn sie allerdings hier erst auf die Sensorplatten treten, können sie gar nicht mehr zurück, weil da halt das Giftgas schon rauskommt. Jedenfalls ist so meine neue Theorie. Also, noch eine Falle bitte. Falle, Giftgas. Können wir nicht über die Sensorplatten bauen, warum auch immer. Dann also hier hin. Die Tür ist auch auf 1, damit sie begehbar ist. Sehr gut. Ja, wenn man das Spiel versteht, macht es gleich viel mehr Spaß. So, du baust das da ab, baust das da hinten wieder auf. Oh, da entkommt jemand. Das ist gar nicht gut. Lord Kane, einmal bitte in die Kammer. Und was zur Hölle machst du da? Der hat eine Bombe gelegt? Nicht ernsthaft, oder? Du rein da. Ach du! Ihre Basis brennt. Ja, es war wirklich eine Bombe. Das ist ja übel. Er hat sich umgebracht. Feueralarm. Und wir haben nur hier ganz hinten Feuerlöscher. Ne, wir hatten nirgendwo welche gebaut. Ja, nicht gut. Gar nicht gut. Ah, wenigstens wissen wir jetzt, dass sie Bomben legen können. Sehr schön, wenn man was dazu lernt und so. Du läufst erstmal weg von dem Feuer. Und kannst du dich nicht löschen? Lebenspunkte gehen runter. Macht nichts Nützliches. Er brennt, verdammt.